Im Kalari verstehen sie, Knochen nicht nur zu brechen, sondern sie auch wieder zusammenzusetzen. Der heiße Stoffballen ist gefüllt mit verschiedenen Kräutern, mit Eiern, Tamarindpulver und natürlich mit Kalariöl. 64 verschiedene Kräuter sind ins Öl verkocht, aber kein Meister verrät die genaue Mischung. The heat will sweat out any toxins. Durch die Hitze werden die Giftstoffe ausgeschwitzt und gleichzeitig Heilstoffe in den Körper gebracht. Und tatsächlich, meinem Bein geht es schon bald besser. Nachmittags machen wir lange Spaziergänge im Park. Chandra sagt, Kalari macht man nicht, um zu kämpfen, sondern um ein reiferer Mensch zu werden. Diese Kunst ist eine göttliche Kunst, und wenn du sie lernst, kommt auch etwas von dieser Göttlichkeit zu dir. Der Meister sagt, einem äußeren Gegner können wir immer ausweichen, aber es ist sehr schwer, dem Gegner in dir selbst zu entkommen. Kalari-Training lehrt dich, den Gegner in dir selbst zu verstehen. Empty Hand, leere Hand, ist eine waffenlose, aber nicht weniger gefährliche Kampftechnik. Die Handflächen zielen auf besonders empfindliche Körperstellen beim Gegner. Tritte und Fäuste sind nicht erlaubt. Und gekämpft wird, bis einer aufgibt. Kann ich das mal versuchen? Wenn irgendwo ein Kampf stattfindet, gehen wir sicher hin. Springen ist erlaubt? Sicher. Nur bei Angriff oder Verteidigung spannst du die Hand an. So, davor ist sie ganz entspannt. Die Bewegung gibt dem Körper Energie und Kampfbereitschaft. Obwohl das eine Kampfkunst ist, ist die Philosophie dahinter gewaltlos. Das ist die weiche Handhaltung im Kalari, die sagt, ich will nicht kämpfen. Und das ist die harte Haltung, mit der greifst du an, wenn notwendig. Du kannst nicht ohne Haltung kämpfen, und da sollte etwas sein, das die Haltung bestimmt. Diese Stellung heißt der Löwenstand. Damit bekommst du die Haltung eines kämpfenden Tieres. Es ist der starke Geist eines Kriegers, den man auf dem ganzen Körper, im Gesicht und in den Augen sehen muss.